Willkommen zu Vogtländisch Teil 5. Resi, leg los. Es ist wieder so weit, Leute. Genau. Teil 5. Schon fünfmal haben wir über unsere schöne Sprache erzählt. Ist ein Ding, ne? Ja, das ist ein Traum. Und heute haben wir was ganz besonders Schönes für euch vorbereitet. Wieder 4 Begriffe. Und wir fangen gleich mit dem ersten an. Mhm. Etwas Weihnachtliches. Jetzt geht es ja, wie gesagt, auf die Adventszeit zu. Und da kaufen wir so allerlei Ei, Apfelsinen, die schönen roten Äpfel, die man dann polieren muss. Oh, ihr wisst Bescheid. Und de Bornis. Bornis? De Bornis. De Bornis, was heißt de Bornis? De Bornis sei schlicht und ergreifend die Erdnüsse. Ach, stimmt. Eine Erdnuss. Ja, stimmt. Nur, ob du dir denken kannst, warum de Bornis Bornis heißt? Weiß ich nicht. Warum man sie bohren muss? Weil die Erdnuss ist ja in der Erde. Aha. Also muss man ein Loch bohren und die rausholen. Wahrscheinlich. Perfekt. Hast du Bonus, Bonus. Und ich weiß noch ganz genau, meine Oma Elli, die hat dann immer abends gesagt zu meinem Opa, 20.15 Uhr freitags, wenn der Derek losging, hat die immer gesagt, Helmut, hol den Bonus raus. Das hole ich noch im Ohr so. Helmut, hol den Bonus raus. Ha. Na gut, zweite Begrifflichkeit ist? Zweite Begrifflichkeit ist was Unschönes. Das macht man eigentlich nicht. Aber wir haben es ja 40 Jahre in der DDR kultiviert. Darf ich sagen? Biedeln. Biedeln, Leute. Alte Biedel hast du. Das alte Gebiedel. Das ist was man eigentlich nicht macht, aber das ist nur wohnt ein Mensch, also inne, dass der nur ab und zu mal biedelt. Das gab es auch früher schon, dass man sagte, hier kommst du die alte Biedel, weil die alles gebetzt hat. Die alte Biedelgusch. Die alte Biedelgusch, genau. Oh, ne? Also, Leute, reißt euch schwingt zusammen und tut nicht gar so viel biedeln. Ne? Ihr wisst Bescheid. Teil 3, ein Klassiker. Also jetzt dritte Begrifflichkeit meine ich, nicht Teil 3. Ein Klassiker. Dritte Begrifflichkeit. Sag's. Ein Klassiker. Und wer viel gebiedelt hat, ne, der braucht sich bei den Leuten nicht mehr sehen lassen. Ne? Der muss dort hier rennen. Der kommt eigentlich gar nicht mehr richtig zur Ruhe. Und dann hat er sozusagen den Arschmatter. Der Arschmatter. Kennt ihr Leute, die den Arschmatter haben? Haben aber nicht nur Leute, die biedeln. Haben auch Leute, wie wir zwei zum Beispiel, innere Unruhe, auf einen Fleck, die, jetzt haben wir die Idee und dann machen wir dort hin und dann kann man nicht einmal in Ruhe auf dem Stuhl sitzen und dann sagt man, Mensch, bleib noch mal sitzen. Was hast denn du heute wieder für Arschmatter? Setz dich noch mal hin. Arschmatter. Das ist auch schön, ne? Da ist das nicht ein herrliches Wort? Arschmatter. Und die letzte Begrifflichkeit, darf ich das sagen? Ah, sag! Der Egelittdeck. Der Egelittdeck. Jeder kennt sie, keiner will sie jetzt mehr haben. Aber in der DDR früher, da hat man ja alles noch wegen in Ehren gehalten, weil es nichts gab. Richtig. Und damit der Küchentisch und der Wohnzimmertisch und überhaupt der Tisch, nicht, dass nichts nachkommt, ne, hat man eben den Egelittdeck draufgelegt. Und jetzt ist der Egelittdeck noch daheim in jedem Schrebergarten. In den Gärten sei sie noch. Jetzt gibt es sogar, das gab es früher auch nicht, jetzt gibt es sogar, weil die sei durchsichtig. Da kannst du durchgucken. Ein durchsichtiger Egelittdeck und da gibt es sogar auch so ganz avantgardistische Modemacher, die machen aus so einem Egelittdecken Haute Couture. Haute Couture, wunderbar. Siehst du, selbst ne, die Haute Couture kommt doch aus dem Vogtland. Der Egelittdeck, die ist in der Welt verbreitet, bis nauf in Modehimmel. Also fassen wir nochmal zusammen. Begrifflichkeit 1. Begrifflichkeit 1, der Bornus. Bornus. Ne, der Erdnuss. Begrifflichkeit 2, Biedeln. Jupp. Begrifflichkeit 3, Arschmatter. Der Arschmatter, das sei die unruhigen Leid. Ne? Und 4. Und 4, der Egelittdeck. Genau. Und wenn wir Show haben, dann wollen wir mal von den Leuten wissen, wer heute noch ein Egelittdeck zu legen hat. Das wird spaßig. Das wird spaßig. Da fragen wir die mal aus. Also dann, viel Spaß, bis zur nächsten Folge bei Teil 6. So geht Vogtländisch. Tschüss. Ciao. Macht's schön gut, ihr alle.